Hallo und herzlich willkommen zurück im Niemandsland bei Cybermage Darklight Awakening. So, wir haben beim letzten Mal das erste Mal richtigen Kontakt mit Cat gehabt. Und ja, wir wollen jetzt mal schauen, wo es hier weitergeht und was es zu tun gibt. Oh, wie schön, Panzer Plus und ein Medkit. Ja, bisher ist das Level ja relativ streng und anspruchsvoll, gerade mit den vielen Panzern und Geschützkanonen, die man nicht einfach so ausschalten kann. Ist das eine Leiter? Ja. Hier auch. Das scheint wohl so der verborgene Fluchttunnel zu sein. Wow. Man sieht hier auch schon wieder relativ schlecht. Ich glaube, hier sind wir runtergekommen, oder? Ja. Ist hier noch? Da geht es auch nochmal runter. Sehr interessant. Ne, Moment, da sind wir hergekommen. Na gut. Das ist irgendwelche Munition. Wofür denn? Für das Fusionsgewehr wahrscheinlich. Na gut, lassen wir das erstmal so. Kommen wir hier hoch? Ja. So, mal wieder einen Speicherpunkt anlegen. Die 29. Da unten ist ein Schalter. Uiui. Ach, da oben ist wieder einer. Ach, Penner. Mist. Habe ich ihn nicht getroffen. Ach klar. Wow. Warum müssen hier immer Panzer sein? Hier waren wir schon. Das ist anscheinend nur eine Abkürzung. Ja. Raketenwerfer. So. Den hätten wir. Obwohl es relativ viel gekostet hat. Wir müssen dann direkt mal eine Medizin verwenden und einmal Panzer Plus. Ansonsten wird das hier nichts. Komm schon. Dankeschön. So. Noch einer. Bitte? So, das müsste es für den gewesen sein. Ne? Wow. Die Seele blieb richtig kurz nur da. Jetzt schon wieder irgendwie eine befestigte. Wow. Ich glaube, wir gehen erstmal hier rein. Okay, das ist auch nur eine Abkürzung. Irgendwie. Ja, das ist ein Panzer. Das machen wir schnell wieder zu. Ich glaube nicht, dass wir in diesen Panzer einsteigen können. Ja, du gehörst aber definitiv nicht zu den Stärksten. Ist nur ein kleines Würstchen. Ich würde sagen, Augen zu und durch. Wow. So. Eigener Panzer. Komm schon, das muss doch für den Typen da reichen. So. Du bist jetzt mal weg. So, 65% Panzerung haben wir. Damit haben wir jetzt wenigstens eine Chance, einigermaßen, gegen die elenden Geschütztürme. Ja, oder auch nicht. Nee. So nicht. So nicht. Probieren wir es mal so. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir treffen. Ich höre ein Treffgeräusch, jawohl. Ach so, den müssen wir auch treffen.
Wenn die Geschütztürme weg sind, dann ist das schon mal die halbe Miete. So, die ganzen Penner hier. Necrom wird überhaupt nicht die Welt beherrschen, das hättet ihr wohl gerne. Irgendwo ist nochmal so ein Geschützturm. Ist das da oben einer? So. Ne, ich glaube, die schießen einfach mit Granaten hier auf. Ich mach mal was. Einfach mal reinspringen. Wir könnten ein bisschen das Fusionsgewehr verwenden, wenn wir hier eh die ganze Munition dafür kriegen. So, irgendwas haben wir erhalten. Ein Funkschlüssel. Sehr interessant. Erstmal noch die Granaten mitnehmen. Da ist nochmal ein Geschützturm, den müssen wir... versuchen auszuschalten. Hey. Das geht so nicht. Da schießen wir nur hier an die Wand. Ich glaube, wir gehen einfach vielleicht hier hoch oder so? Nee. Dann rennen wir halt einfach mal hier entlang. In den Bunker. Und töten einfach alles auf dem Weg. Da oben war noch ein Geschütz. Hey. So, hier ist eine Tür. Können wir mit den Granaten hier vielleicht... Oh, wir müssen ein bisschen aufpassen. Oh, die Panzerung ist schon wieder... Das trifft irgendwas. So, den da haben wir. Die Frage ist, ob wir den Geschützturm jetzt ausgeschaltet haben. Hier könnten wir hoch. Okay, da ist noch ein Geschützturm. Da oben schießt irgendwie noch einer. Hm. So, kann ich jetzt bitte in Ruhe? Wer schießt denn da die ganze Zeit? Hm. So, der ist schon mal weg. Granaten. Oh, da wird richtig scharf geschossen. Warten wir einfach mal, bis er nicht mehr schießt. Oder wir machen so lange weiter, bis er nicht mehr schießt. Vielleicht funktioniert das ja. Zermürbungstaktik. Ja. Das braucht einfach ganz schön viele Granaten, bis, um so einen Turm irgendwie wegzumachen. Vielleicht sollten wir sie ja so... Vielleicht auch nicht. So, wir betätigen mal den hier. Da ist irgendwas aufgegangen. Ne, die Brücken sind oben.
Treffen wir wahrscheinlich aber nicht so. Nee. Ich muss irgendwie einen Weg zu finden, die beiden Geschütztürme auszuschalten, ohne drauf zu gehen. Schwebebomben? Nee. Das Problem ist, sobald ich hochgehe, werde ich von dem Geschützturm... Ups. Werde ich von dem Geschützturm direkt... Ach, da oben. Jetzt ist er wieder weg, natürlich. So, das war's für den. So, nochmal. Ups. Wow. Wie die Granaten jetzt fliegen, ist auch interessant. Das wird doch niemals so funktionieren. Naja. Wenigstens kann der Raketenwerfer relativ schnell schießen, aber... Also der Geschützturm da muss auf jeden Fall weg. Anders geht's nicht. Ah. So, geht das so? Komm. Ich schieße jetzt einfach mal, bis die Munition alle ist. Ja, es geht so, aber... Nee. Ist nicht so die... ideale Situation. Wow. Der andere nervige Typ hier. So, jetzt nochmal mit den Granaten. Aber erstmal muss der da weg. Mist. Aha. Man muss sie nur richtig treffen, dann braucht man auch nicht so viele... so viel... Munition. Ach Mist, der lebt immer noch. Da ist noch ein zweiter. Den habe ich fast vergessen. Hm. Vielleicht probieren wir das ganze Spiel so noch. Mal. Okay, das soll mir reichen. Medkit. So. Speichern und hoch hier. Oh, da ist noch einer. Komm. Ihr Freaks. Oh, das... Nochmal ein Panzer. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Schwebebomben, die brauchen wir sonst irgendwie nicht. Wow. Ja, wenn... Ne, das ist... Das ist blöd. Einfach mal so. Zum Glück schießt der Raketenwerfer so verdammt schnell. Aber den brauche ich eben auch für den Panzer hier. Okay. Ich hoffe, das war's jetzt mit diesen üblen Zeitgenossen.
Können wir hier hoch? Nein. Machen wir die Brücken hoch. Hier ist immer noch zu. Aber irgendwo hier oben wird es bestimmt weitergehen. Da drüben ist noch jede Menge Typen hier. Wow. Wir schießen jetzt noch. Ach, der da oben, okay. Hey. Kann ich auch direkt noch mal eine Panzerung verwenden? Es ist immer noch einer am Leben. Ich höre nach wie vor Schüsse. Wo ist der? So, wir schauen uns jetzt hier mal in Ruhe ein bisschen um, ob hier noch irgendwas zu finden ist. Da sind wir überall schon durchgelaufen. Ja, hier hinten wird es wohl weitergehen irgendwo. Allerdings sind überall nur geschlossene Türen. Wo war der Schuss? Wo kam der her? Das kann doch nicht sein, dass hier immer noch überall irgendwelche Typen rumlauern. Ja, nützt mir das was, dass die Brücke jetzt hier oben ist? Ich kann vielleicht mit dem Panzer durchfahren, aber pff. Hier hinten ist auch nichts. Ja, ich bin gerade mal wieder ein bisschen ratlos. Ich renne hier einfach planlos in der Gegend rum. Die drei Türme haben wir zerstört. Aber ansonsten scheint hier irgendwie nichts mehr zu sein. Irgendwo muss doch noch ein Schalter sein. Ich muss mal ein bisschen mehr auf die Map gucken. Vielleicht finde ich da ja noch was. Das muss ja irgendeinen Grund gehabt haben, warum man die Brücke da hochlassen kann. Vielleicht muss ich den Panzer nehmen und eine Tür einschießen oder so. Wobei das wäre relativ unwahrscheinlich ist. Denn das Spiel kann ja nicht davon ausgehen, dass der Panzer zu dieser Zeit noch funktionstüchtig ist. Aber wir können es mal probieren. Was mich ein bisschen auch irritiert ist, dass da noch links eine Munitionsanzeige ist. Bisher habe ich das Gefühl, dass man mit dem Panzer keine Munition verbraucht. Nee, das bringt so nichts. Ich habe irgendwie so das Gefühl, hier muss es irgendwie hochgehen. Dass man hier irgendwie über so einen Pass da reinkommt. Das ist ja relativ üblich in solchen Spielen. Aber ansonsten. Ja, die Wände sehen natürlich auch merkwürdig aus, aber. Die deuten wohl einfach an, dass es sich hier um einen Gebäudekomplex handelt. Hier oben ist eine Luke. Ach, da bist du. Schweinehund. Hier ist auch eine Luke, das sind irgendwelche Türme. Aber wir kommen da nicht hoch. Ist hier in einem Turm irgendeiner? Nee. Ups.
Lag hier nicht irgendwo noch Munition rum? Muss ich nochmal ganz kurz zurückgehen? Ich dachte, hier läge irgendwo noch Munition herum. Hier bei den ganzen Toten vielleicht. Nein. Ja, das ist eh nur der Punkt, wo wir hergekommen sind. Wenn, dann wäre es wahrscheinlich von da oben. Ha. Oder hier irgendwo. Ich weiß es überhaupt nicht mehr. Im Graben vielleicht? Ja, hier. Fusionsmunition. Sehr schön. So, ist hier unten noch irgendwas? Das Ding lässt nur die Brücke rauf und runter. Da sehe ich keinen besonderen Nutzen drin. Da oben ist noch einer und das ist eine Leiter. Aber es nützt mir nichts, wenn ich da nicht hochkomme. Das muss doch hier irgendwo nach oben gehen. Ich werde bekloppt. Wohl nicht. Hier ist auch Ende im Gelände. Das ist... Das mit den Türmen hier ist irgendwie ein bisschen... Das irritiert mich alles. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir halt an dieser Stelle mal einen Break. Es wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen eine kürzere Episode sein. Und ich schaue in der Zwischenzeit mal nach, wie ich hier weiterkomme. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Northgate.